Wie jedes Jahr gibt es ja ein paar bestimmte Prüffelder, die immer mal wieder mehr in den Fokus geraten und manche weniger. Die OFD Nordrhein-Westfalen geht mit diesem Thema sehr offen um und veröffentlicht regelmäßig, welche Prüffelder sie in bestimmten Jahren ganz einfach höher bewerten als zum Beispiel andere Prüffelder. Dementsprechend in diesem Video erfährst du jetzt, welche ganz einfach Prüffelder bei der OFD NRW dieses Jahr sozusagen sehr weit oben stehen oder häufiger geprüft werden. Mein Name ist Roland und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf? Dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Das Video beinhaltet jetzt die am häufigsten genannten Prüffelder der OFD NRW. Das heißt nicht, dass diese Prüffelder in anderen Bundesländern oder bei jedem Finanzamt genauso abgeprüft werden, aber es ist trotzdem eine Tendenz da, denn die Finanzämter, muss man sagen, sprechen sich auch unter anderem miteinander ab. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ein Prüffeld jetzt zum Beispiel im Land Bayern überhaupt nicht relevant ist, in einem anderen Land zum Beispiel schon. Aber grundsätzlich kann man natürlich sich anhand dieser OFD NRW natürlich schon relativ nah daran orientieren. Fangen wir also an mit den Top 3 des Jahres 2019, also die jetzt sehr häufig genannt worden sind. Ganz oben natürlich wieder der Paragraph 17 des ESTG. Das heißt, wenn du zumindest 1% an einer Kapitalgesellschaft beteiligt warst und diese dann sozusagen diese Anteile veräußert hast, dann stehst du derzeit sehr weit oben, denn fast jedes Finanzamt in NRW hat dieses Prüffeld auf der Agenda. Hier ist es so, solltest du wie gesagt im letzten Jahr einen Anteil an einer UG, GmbH oder größer 1% auch an einer AG oder SE oder BV oder sonst irgendwas veräußert haben, dann bist du dieses Jahr, wie gesagt, hier sehr weit vorne dabei. Zweiter Punkt, dieses Jahr natürlich für mich unter anderem relevant, und zwar Beiträge an Versorgungswerke, Steuerberater, natürlich auch Rechtsanwälte und Ärzte sind natürlich hier auf Platz 2. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rechtsanwalt, Arzt oder Steuerberater bist, dann musst du natürlich dieses Jahr schon damit rechnen, dass das sich ganz einfach genauer angeschaut wird und dass man hier, wie gesagt, deinen Fall herauspicken wird. Sollte es, wie gesagt, auch noch andere Versorgungswerke geben, dann bist du hier natürlich auch betroffen. Zum Beispiel auch landwirtschaftliche Alterskasse würde hier, glaube ich, auch drunter fallen. Dementsprechend einfach damit rechnen, dass du hier dieses Jahr ein bisschen ausführlicher geprüft wirst. Kommen wir zu einem dritten Punkt, und zwar von den Top 3, die hier sehr häufig genannt worden sind, das ist erst ja eine Immobilie. Das heißt, wenn du dieses Jahr oder letztes Jahr eine Immobilie gekauft hast und jetzt deine Steuererklärung abgibst, dann musst du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass dein Fall ein Prüffall wird. Das heißt, was wird hier dann ganz einfach geprüft? Es wird geprüft, hast du die Kaufpreisaufteilung nach Grund und Boden bzw. Gebäude richtig gemacht? Ist die AFA richtig ermittelt worden und so weiter? Sozusagen die Anschaffungskosten richtig in der richtigen Höhe, wurde die Trennung zwischen Werbungskosten und AFA richtig gemacht oder hat das alles so seine Richtigkeit, dann natürlich auch Mietverträge, wurden die sauber gemacht, dann natürlich auch steuerlich korrekt, an wen wurde denn vermietet, hier natürlich 66% Grenze an nahe Angehörige und so weiter und so fort. Also damit musst du dieses Jahr schon rechnen, wenn du den Immobilie angeschafft hast, dementsprechend einfach so mal beachten. Im Großen und Ganzen ist die Message bei den obersten drei natürlich so: Solltest du einen der Fälle haben, dann die Unterlagen nicht sozusagen direkt in den Keller schmeißen, wegschmeißen, verbrennen, schreddern oder sonst irgendwas, sondern hier wirklich eigentlich schon mehr oder weniger griffbereit haben, weil natürlich hier diese Rückfragen doch sehr häufig kommen. Vor allem bei Vermietern ist es wirklich so, dass das Thema sehr oft ganz einfach nachgefragt wird, vor allem auch bei Mieterwechseln. Jetzt kommen wir noch zu vier weiteren Punkten, und zwar die sehr häufig genannt worden sind. Auch fangen wir hier wieder an mit dem Thema V&V. Hier geht es natürlich um Erhaltungsaufwendungen. Erhaltungsaufwendungen sind die Aufwendungen, die sehr groß sind, aber außerhalb der anschaffungsnahen Herstellungskosten und die auch keine direkten Werbungskosten darstellen, sondern sozusagen die auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden können. Solltest du sehr hohe Erhaltungsaufwendungen im Jahr 2018 gehabt haben, dann musst du, wie gesagt, damit rechnen, dass hier genauer hingeschaut wird und dementsprechend, dass einfach hier genau geprüft wird.
Punkt Nummer zwei unter den weiteren Nennungen, Umlagen, die werden eigentlich von ja, Steuerpflichtigen, auch von Vermietern immer sehr stiefmütterlich behandelt, weil man bekommt es immer mit, ja, die Nebenkostenabrechnung, die passt schon, die hat sich die letzten 30 Jahre nicht geändert. Da sollte man das nicht machen, da, wie gesagt, kommt es häufig so vor, dass Abweichungen ganz einfach hat und dementsprechend einfach hier mal genauer hinschauen und wie gesagt, auch die Umlagen genau prüfen, was darf denn überhaupt steuerlich geltend gemacht werden. Also Erwärmungskosten abgesetzt werden, zum Beispiel Instandhaltungsrücklage und so weiter, sind ja nicht möglich. Da gab es auch schon welche, die einfach gesagt haben, okay, das habe ich jetzt jährlich an den Hausverwalter, an die Hausverwaltung gezahlt, das setze ich komplett ab, egal ob Rücklagen oder sonst irgendwas. Dementsprechend hier, wie gesagt, sehr sorgfältig sein. Auch das Thema Einkünfte aus Vermietung von Ferienwohnungen, also dieses Jahr geht es wieder sehr stark in den V&V-Bereich, ist sehr weit oben. Hier ist natürlich immer der Grauzonenbereich bei der Selbstnutzung einer Ferienwohnung, bei der Vermietung, bei der Auslastung. Hier natürlich fällt mittlerweile auch drunter das Thema Airbnb, ist natürlich hier sehr heiß. Fällt meines Erachtens auch in dieses Gebiet rein. Da sollte man, wie gesagt, aufpassen und natürlich immer dieser Grauzonenbereich zwischen Selbstnutzung bzw. gewerbliche Tätigkeit. Das sind sozusagen die zwei Gefahrenbereiche. Denn wenn du zum Beispiel jetzt hier so weit bist, dass du eine gewerbliche Tätigkeit hast, dann verlierst du natürlich hier die Steuerfreiheit nach 10 Jahren. Der doppelte Haushalt ist auch genannt worden. Hier ist natürlich so, doppelter Haushalt bei auswärtiger Unterbringung oder ähnliches. Also sozusagen, wenn du hier nicht an deinem Wohnort tätig bist, sondern zum Beispiel 500 Kilometer davon entfernt einen Arbeitsplatz hast und dementsprechend auch hier dann eine Wohnung vor Ort hast, dann ist es natürlich so, dass das Thema dieses Jahr sehr relevant wird. In diesem Zusammenhang auf jeden Fall darauf achten, dass hier, wie gesagt, alles sauber eingetragen ist, auch in der 2018er Erklärung. Vor allem kann es ja auch dazu kommen, dass hier oftmals beim Erstantrag von dem doppelten Haushalt sehr häufig Fehler gemacht worden sind, falsche Angaben. Es kann also auch sein, dass das hier rausfliegt dieses Jahr, wenn du zum Beispiel falsche Angaben vorsätzlich gemacht hast oder fahrlässig oder natürlich auch hier Schlampigkeitsfehler mit drin sind, zum Beispiel Angabe der Quadratmeter oder zum Beispiel auch bei der Höhe der Miete oder sonstiges. Das kann natürlich, wie gesagt, dazu führen, dass das alles rausfliegt. Hier natürlich auch die Gefahr darauf hingewiesen, dass es eine rückwirkende Änderung der letzten Steuerbescheide geben kann, wenn das Finanzamt feststellt, okay, das ist nicht nur in 2018 der Fall, sondern zum Beispiel auch in 17, 16, 15 oder vielleicht auch noch 14, 13, wenn Steuerhinterziehung ist, natürlich dann die letzten 10 Jahre zurück. Da, wie gesagt, aufpassen beim doppelten Haushalt, der steht dieses Jahr zumindest häufiger genannt hier in den Prüffeldern der OFD Nordrhein-Westfalen. Dementsprechend, hat dir dieses Video weitergeholfen, hat es dir gefallen, dann lass einen Daumen nach oben da, vergiss auch nicht die Glocke zu drücken, ein Abo da zu lassen, schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei, dann sehen wir uns natürlich in Zukunft häufiger und natürlich immer mal wieder mit Steuernews, Steuertipps und Livestreams. Mein Name ist Roland und du schaust Steuern mit Kopf, Steuern spart, wer Steuern plant.